Fliegender Teppich ist eine Idee, die ich seit 2 Jahren habe. Und der Fliegende Teppich bringt Mythen und Märchen aus der ganzen Welt und dient als Inspirationsquelle, um neue Stücke zu schreiben, neue Kurzopern zu schreiben für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Der Fliegende Teppich 2013 hat das Thema Odyssee. Und dieses Thema hat mit dem ostmediterranischen Raum auch zu tun, weil das ist auch ein soziales Thema von heute. Und mir war es wichtig, dass aus diesem Raum Israel, Türkei und Griechenland 3 Komponisten vertreten sind. Themen Migration, Integration, Heimat sind Themen, die für jeden wichtig sind. Und ich glaube, umso früher man konfrontiert mit den Themen sind, umso früher ins Bewusstsein und in die Freiheit kommt. Die Zielsetzung war, den Kindern den heutigen Klang beizubringen. Und nicht beizubringen als Lehrer, sondern als Inspiration. Ich möchte, dass jede Zielgruppe angesprochen ist, weil auf der Bühne auch haben wir Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Und jeder sieht seinen Gleichältrigen auch auf der Bühne, die auch mitwirkt. Wir wollen auf jeden Fall den Fliegenden Teppich 2013 in die jeweiligen Länder bringen, nach Israel und in die Türkei und nach Griechenland. Wir sind schon dabei. Und ich glaube, das ist eine grundsätzliche Idee oder eine grundsätzliche Vision Fliegender Teppich, dass Welten zusammenkommen und dass alle 3 Kulturen zusammenleben können, also ohne Verletzungen. Es hat uns sehr gut gefallen. Ich fand es sehr spannend und interessant. Ich finde erstmal die Idee ganz schön und toll und interessant. Und das ist, was mich interessiert. Und stelle ich die Frage eigentlich, ist es eine Oper für Kinder oder mit Kinder für Erwachsene? Und das ist das, was großen Spaß macht. Ich fand es die Geschichte sehr interessant und die fantastische Musik. Die Verknüpfung von all dem bringt die Kinder weiter. Und das ist das Spannende wahrscheinlich, oder? Und natürlich die verschiedenen Kulturen, also das ist der zweite Aspekt. Ich finde die verschiedenen Sprachen sehr spannend. Ganz toll die Kinder natürlich, das war für mich das Allerbeste. Es hat mir alles sehr, sehr gut gefallen. Die Melodien waren einfach sehr schön. Auch vor allem das mit dem Singen. Insgesamt hat es mir gut gefallen. Hat Spaß gemacht, den Kindern zuzuschauen, zu sehen, wie die Freude dran haben. Also wirklich gelungen, ja. Es hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also mehr als ich erwartet habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Es war fantastisch. Ich habe es auch hinter meinem Rücken gespürt, dass da die Spannung sehr intensiv war und das Publikum wirklich sehr ruhig war, obwohl sehr viele Kinder auch dabei waren. Und das war wirklich großartig.